Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück bei Heldenliga Heroes of the Storm. Ich muss ein bisschen was mit euch besprechen, bevor es losgeht. Und zwar Punkt Nummer 1, ich bin krank. Ich habe eine Mittelohrentzündung und eine Kieferhöhlenentzündung. Ich nehme Antibiotika und habe jetzt auch Aspirin genommen vor dem Aufnehmen hier. Und es kann deshalb sein, dass ich nicht ganz so aufgedreht bin wie sonst. Ich fühle mich ziemlich schlapp. Schleim oder so gibt es kein Husten, kein Niesen. Das heißt, da müsste alles in Ordnung gehen. Aber ich bin einfach sehr, sehr schlapp. Punkt Nummer 2. Ich bin sehr unzufrieden, wie es lief letzte Woche in der Heldenliga. Ich kriege ständig Kommentare, spiele nicht mehr Funkelchen, ich kann Funkelchen nicht mehr sehen. Und für mich ergibt sich da ein kleiner Konflikt. Zum einen will ich natürlich Rang 1 werden oder zumindest mal einen höchstmöglichen Rang anstreben. Und das mache ich natürlich, indem ich Helden spiele, in denen ich gut bin und die ich kenne. AKA Tyrande oder Funkelchen. Aber ich kann auch verstehen, dass es euch mit der Zeit langweilig wird, wenn ihr immer dieselben Helden seht. Deshalb habe ich mir jetzt mal eine Liste gemacht und habe aufgeschrieben, welche Helden ich denn spiele, wenn ich Damage bin, wenn ich Tank bin oder wenn ich Heal bin. Spezialist lasse ich jetzt mal außen vor. Diese Liste habe ich jetzt neben mir liegen. Da kann ich immer schön nachschauen, wenn ich noch eine Rolle erfüllen muss, was ich denn dann wählen kann. Außerdem haben wir letzte Woche einen Livestream gemacht, wo der Michi und der Bedalin insgesamt 30 Euro gespendet haben. Und von diesen 30 Euro habe ich mir Lieutenant Morales gekauft, ich habe mir Leoric gekauft und ich habe mir Joanna gekauft. Jetzt stehen auf meiner Wunschliste aktuell nur noch Kael Tass und Zeratul. Die habe ich jetzt noch nicht, die hätte ich gerne noch für die Heldenliga. Aber jetzt schauen wir einfach mal. Ich habe hier meine Liste und wir gucken jetzt einfach, was wir picken. Mein Wunschpick wäre, ich würde gern mal den Leoric ausprobieren. Ich bin Pick Nummer 4, das ist natürlich schon mal nicht so toll. Wir pre-picken ihn einfach mal. Was ist das da? Ist das ein Muradin? Dann spielt er ein Stitches, ein Illidan. Ich habe den Leoric schon ausprobiert im Livestream. Was haben wir denn? Drachengärten. Oh, ein Rainer. Rainer habe ich mir übrigens auch aufgeschrieben bei Assassinen. Habe ich Jaina, Kael Tass, Rainer oder Zeratul. Und Kael Tass und Zeratul brauche ich eben noch. Das heißt, im Endeffekt Jaina oder Rainer. Jaina oder Rainer werden wir spielen, falls wir mal ein DD spielen müssen. Ja, einfach, dass ihr so ein bisschen einen Überblick habt. Wollt ihr die anderen Sachen auch wissen? Tank habe ich mir aufgeschrieben, spiele ich Leoric, Joanna, Muradin. Arthas habe ich noch nicht, vielleicht. Und den Tauren Chieftain habe ich mal auf dem letzten Platz, einfach weil, keine Ahnung, der ist nicht mehr so gut, wie er mal war anscheinend. Jetzt hat der Bengel da oben schon Leoric gepickt, oder was? Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Dann muss ich natürlich Joanna picken. Ja, so sieht's aus. Vor lauter Reden. Joanna habe ich noch nie gespielt, aber ist bestimmt auch lustig. Und bei Heal habe ich eben Funkelchen, Uta oder Malfurion. Wobei Malfurion ich nicht wirklich Bock drauf habe. Also das wird wahrscheinlich doch dann Funkelchen bleiben oder Uta. Jetzt hat der Bengel schon meinen Leoric gepickt. Du bist ja so ein Özgöl. Özgöl bist du, Alter. Holy Paladin spielt Vala. Okay, Holy Paladin spielt kein Paladin. Was haben wir denn hier noch? Wir haben eine Lili als Heal und einen guten Damage haben wir dabei. Jetzt zwei Ranged. Hier sogar ein extra Ranged mit dem Rainer. Walla, die haben echt einen Murky. Mein Gott. Entweder ist der Murky extrem schlecht oder ist er extrem gut. Was zwischendrin gibt's nicht. Es gibt keine normalen Murky. Holy Macaronsen. Reittier. Nein! Nein, Joanna, ich habe kein Reittier. Oh Gott, wir werden so failen. Muni ohne Reittier. Ohne richtiges Reittier. Okay. Oh, wir spielen auf der Seite. Blaues Team. Okay. Okay, okay, okay. Wie findet ihr den neuen Loading Screen? Mir gefällt er. Was mich manchmal ein bisschen verwirrt, ist, dass die Leute halt hier dann ihr Heldenporträt haben und da ist dann ein anderer Held drauf, wie sie dann spielen. Dann denke ich, hey, spielt er jetzt Tyrael oder spielt er Vala? Und dann fällt es mir wieder ein, ach ja, hier ist der Porträtrahmen, also spielt er Vala. Das finde ich manchmal ein bisschen verwirrend. Hier Joanna, Nova und Lili und keine Ahnung, was das da ist. Gott, was haben die alles hier für... Das ist... Platzierungsspieler haben die alle, auch Kael Tass, Platz 25, wie sieht es denn da aus, 40-40, Platzierung 26, 27, ziemlich ausgeglichen, hä? Ziemlich ausgeglichen. Okay, das erste, was ich jetzt machen muss, ist, ich muss abchecken,
Wählt ein Talent. Gewährt Aufladen von Blocken, wenn Grundfähigkeiten eingesetzt werden. Bestrafen stellt für jeden getroffenen Mana her. Verstärkt Schuldspruch im Einsatz gegen Diener. Ne. Verringert nur den Einsatz Grundfähigkeiten. Das ist doch schön. Das ist sehr, sehr tanky. Ich muss wohl runter, so wie es aussieht. 10 Sekunden. 5, 4, 3. Der Rainer noch AFK? Jetzt pimmelt er da hinten rum. Lass die Schlacht beginnen. Boah, guck mal, dieses schöne Dreizack, wo da vorne raushängt. Das ist das Ranziehen und das ist das Blenden, gell? Dann lässt die nächsten alle automatisch. Ja, genau. Okay, ich gehe mal nicht dahin. Die hocken bestimmt im Busch. Und dann habe ich ja noch mein D. Oh, mit dem muss ich auch noch spielen. Okay. Gib mir die. Oh, was geht da oben? Nice, aber da ist nur einer und die sind zu viert. Das ist natürlich nicht so gut. In der Mitte sehe ich was. Okay, da sehe ich auch was. Und da kommt gleich der Fisch. Ich habe doch so guten Lenk hier, oder? Nice. Da haben wir die Walla gleich anti-multishottet. Oh, da liegt der Fisch. Da liegt der Fisch. Wir müssen auf den Fisch aufpassen vom Murky. Der Fisch ist sehr, sehr böse. Vor allem später. Jetzt noch nicht so, aber später. Jetzt haben wir mal. Ah! Jetzt haben wir die Baller rangezogen. Weg, Fisch! Oh, da hat er mich schon getroffen. Ich kann mich auch unaufhaltbar machen. Sollen wir das mal ausprobieren gleich? Yay! Kann man das bitte einfügen? Jedes Mal so ein Geräusch. Ah, Regenerationskugel, Activate. Wir hätten auch das andere Talent nehmen können. Ja, das ist natürlich scheiße hier unten, ne, Leute? Ich bräuchte ein bisschen Assistance hier ganz alleine. Oh, ich kann sie echt nerden, oder was? Alec, wir kriegen's! Wir kriegen's! Ich hol's! Aber die andere kommt jetzt, die holt sich einen Heal-Brunnen und dann kommt sie zurück. Ja, das war klar, das war klar. Unaufhaltsam, Baby. Ah, das schaffe ich nicht. Ja, da kommt meine Lilly. Lilly, komm, wir gehen da runter und holen uns jetzt den Schrein. Wir holen uns den Schreinsen. Bam, heal mich, Baby. Oh, die ist ja oben. Die kommt hier oben runter, oder was? Du bist ja auch lustig. Du bist ja auch geil, Lilly. Du bist die geile Lilly. Erhöht sämtliche Heileffekte. Nice. Erhöht den Schaden von Bestrafen. Verringert die Abklingzeit von Schuld. Oh, ich brauche noch Heal. Verringert die Abklingzeit von Schuld. Gebeter erhöht die Lebensregeneration. Nee, nee, nee. Sämtliche Heileffekte. So, und jetzt fisten wir hier den Holy Paladin. Aber das ist cool. Da kann man echt lang überleben noch mit diesem Eisenhaut-Dings hier. Das gefällt mir. Ich hoffe, es geht bald in die Teamphase. Komm her, du Bitch. Komm her. Ja, dann verpiss dich. Dann nehmen wir so lange den Shrine ein. Wir holen ihn uns. Ich bin unaufhaltbar, Baby. Haha! Da kriegt sie hart aufs Maul und da kommt sie wieder. Da kommt sie. Oh, da kommt der Mercs. Mercs und Herxen. Oh, lecker, nimmt unser Shrine ein. Mercs und Herxen. Ich glaube, es geht los. Kleiner Fischkopf, komm her. Ja, ja, babbel dich nur weg. Wir müssen halt aufpassen, dass die ihn nicht kriegen. Boah, da können wir den Merxen. Oh, jetzt kommt hier. Jetzt kommt hier der Oberfister. Oh, Lyric Oberfister. Merxen, nein! Oh, bei uns kommt auch der Oberfister. Aber geil, geh mal rein. Gegner getötet. Activate. Lyricsen, dich wollte ich eigentlich spielen. Es gibt jetzt Rache. Komm her, du kleiner geblendeter Bengel. Da geht er down. Noch der Walzenhalsen. Ne, der Walzenhalsen kriegen wir nicht. Okay, wir sind leicht oben. Wir holen uns schnell ein bisschen Mana, bevor der Leoric da wieder lebt. Da oben ist er nämlich schon, oder? Leoricsen, Leoricsen. Jetzt klären wir mal die Lane, Baby. So sieht's aus. Wenn ich mal Unterstützung kriege hier unten. Oh, Murky. Oh, daneben geschossen.
Der Merxen geht down da unten. Dann fangen wir ab. Ah! Nicht gereicht. Whoop. Oh ja, da müssen wir uns zurückziehen. Ich bin oben. Der andere Bengel ist auch oben. Visral so oben. Müssen wir ihn kurz den Schrein... Oh nein, wir können ihn nicht den Schrein lassen. Ja, die sind in der Mitte. Die sind in der Mitte. Ich sehe es genau. Oh, Faxen! Da ist mein Brosen down. Oh, was geht euch absen, Mann? Okay, automatische Angriffe in die Anklinge sein. Schuldspruch erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Oh, nice. Fähigkeit verringert die Anklingzeit von Eisenhaut. Oh, das ist natürlich auch strong. Das ist natürlich auch. Das sind beide strong Fähigkeiten da. Gib mir die D oder gib mir die I. Bannstrahl. Push top. Ja, es ist nur zu früh, dass wir alle rumrennen. Wir sind zwei Level behind, Alter. Wir müssen hier mal ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Wir brauchen diesen Ritter. We need him badly. Badly. Nice, da stirbt der Leoric. Und jetzt holen wir uns hier die Schreine und dann gehe ich da in die Mitte, komm. Jetzt haben sie oben. Das gibt's doch nicht. Oh! Merxen, Merxen. Riesenfisch. Er hat einen Riesenfisch. Komm, wo ist die Bubble? Wurschel, los, bab, los. Ja, verpiss dich. Fisch, Fisch töten. Nice. Oh, fuck. Der garstige fucking Leoric da wieder. So schön, den hätten wir so schön haben können hier. Da verpiss dich der Merxen, Herxen. Aber der Leoricsen ist bestimmt noch da. Ah, ne, ist nach oben gerannt. Ich hab's gesehen. Ah, da ist er. Panic activate! Ah. Nice, da kommt Verstärken hier. Mit meiner Lilifee. Und da oben runter kommt ein kaputter Rainer. Kaputter Rainer, ich helfe dir! Lass ihn! Lass ihn, war da! Das war völlig daneben. Oh Gott, jetzt gehe ich down. Ah! Ich komme nicht raus! Ich komme nicht raus! Ich komme nicht raus! Ich komme nicht raus! Und voll nach vorne geschossen. Obergeil, die Snoop Joanna. Rall benötigt Hilfe. Wir benötigen alle Hilfe, Freundchen. Alle. Schleudert einen Schild, der überspringt und betäubt. Springt zum Zielort und schleudert Gegner in die Luft und fügt ihnen Schaden zu. Oh, ich weiß nicht, aber der hat weniger Abklingzeit. Nehmen wir den mal. Oh, jetzt haben sie einen Dragon Knight. Nein. Kommen sie durch die Mitte? Ja. Leck, wie es aussieht. Wie ein Haufen Sägeblätter. Ist das ein Fisch? Nee, das ist scheiß Wurzeln. Jetzt kommen die mal. Wo ist denn das ganze Team? Alter Verwalter. Dann kann ich mal rein ulten und dann können wir mal ein bisschen Damage nörden hier. Jetzt gehen wir mal hier oben rum. Und dann wirst du hart geultet. Das ist der Murky! Oh, das ist der fucking Merxen. Den brauchen wir nicht ulten. Oh, da kommen Zagaras. Dich können wir ulten. Oh Gott. Das war ja ein nice Ult. Das ist auch ein Skillshot, oder was? Alles ist heutzutage ein Skillshot. Man kann nicht einfach Maus over und dann R drücken. Nein, man muss noch in die Richtung stehen und ihm direkt in die Augen schauen, ihm einen Kuss zu hauchen und dann muss man den scheiß Skillshot aktivieren und hoffen, dass er trifft. Merxen, Merxen. Leck bin ich schlecht, obwohl mehr getankt als der andere Tank. Like a boss. Ja, das machen wir jetzt. Ich bin unterwegs. Camps einnehmen kann ich. Bin unterwegs. Oh Gott, da geht er ran. Da geht er ran. Was will es der Merxen, Merxen? Ah, Gott im Himmel. Jetzt legt er da sein Fischli. Jetzt kommen da die anderen Penis-Noobs unten hoch, oder was? Komm, fickt euch. Ich sterbe nicht nochmal. Nice, da kommt der Frall-Ult. Und da holen sie unser Camp. Da holen sie unser Camp. Dafür stirbst du, Bengel.
Oh nein, ich sterbe auch. Auch hier. Jetzt gibt's ein Ult in your face. Ah, getötet Murky. Immer diesen Murky, der gibt doch keine Punkte. 16-6, guckt euch das mal an. Dann machen sie schön unser Turm von hinten. Das Tor steht noch. Wir machen unser Turm von hinten. Er pusht hier unten durch. Kale battelt sich hier oder in der Mitte. Geht down. Move it all around. Wo kommt das hin? Die gehen auch runter, also dann darf ich unten. Der Drache wartet. Befreit ihn und vernichtet eure Feinde. Lasst unser Vor in Ruhe. Greift mich an. Nehmt mich. Verschont das Vor. Ich hätte noch warten können, bis die Wave da ist mit diesem Ranzi-Dingsbums. Nein, da geht's down. Oh Gott, jetzt gehen sie auf mich, hä? Jetzt geht er auf mich, hä? Da ist ein Bengel. Dreckigen Nerd-Mobs. Ich stirb an den Mobs. Was bin ich für ein Tank? So. Jetzt holen wir uns den Shrine. Dieser Ult. An den muss ich mich auch erstmal noch gewöhnen hier. Sind wir dann noch in den Fisch reingelaufen, oder was? Ich glaube, ich gehe mal kurz zurück. Verstärkt nur den gewährten Schild, verringert die Abklingzeit. Oh, wow, 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 wow. Verstärkt Verlangsamung und Dauer von Bestrafen. Was ist denn das für ein Crab-Tier? Nur Crab-Tiers. Halte durch, Frall. Töte ihn. Nein, raus aus dem Fisch. Nein, du wurdest gefischkopft. Und da haben sie ihn. Fucking Merksen Bergsen. Ja, ja, verpiss dich nur. Verpiss dich nur, du Bengel. Ach, komm. Boah, jetzt gibt es aber echt einen mächtigen Schild hier. Vor verloren. Leck, wie sie uns durchpushen. Ja, leck, wie sie uns durchpushen. Komm her, Dragon Knight. Uranus. Oh, wow, wow. Okay. Okay, so viel dazu. Ja, shit. Zack. Bis dann, Baby. Angezogen und da gehe ich schön down. Schön im Sift drin stehen, Muni. So ist richtig. It's good. Du hast meinen Leoric. Wegen dir sterbe ich die ganze Zeit. Hätte ich meinen Leoric, wäre ich ja 17, 13. Wäre es umgedreht. Ah, wenigstens Flamekarner. Dieser Özgül. Özgül heißt er eigentlich. Özgül. Und es ist ein guter Murky, gell? Habt ihr schon gemerkt? Wie oft ist der Murky schon gestorben? Murks 1,75. Das entspricht 4,7 Toten. Ist nicht schlecht als Murksen. Ja, Joanna. Komm. Gleich ist der Ult ready. Schön die ganzen Banelinge absorbieren. Damit das Team nichts abkriegt. Da ist der Ult ready. Nice, wird er den Murky getroffen. Der Murky ist einfach der Frontmann von denen. Und da geht das Ding wieder in die falsche Richtung. Ja, ich glaube, wenn meine Fähigkeiten treffen, sind sie ganz gut. Das muss man nur vorher mal ein bisschen besser zielen. Jetzt komm ran, Sagara. Komm, komm zu mir, Baby. Oh, Banelinge. Banelings, 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 oh. Mal die ganzen Mobs hier wegfisten. Da haben wir es nochmal gedefft, hä? Aber die führen halt echt fast 4 Level. Die machen bestimmt unser Camp hier. Oh, ne. Aber die haben Schleim da, damit sie sehen, wann wir es machen. Zagara hat alles voll geschleimt, ne? Fällt mir jetzt erst auf. Boah, leck, da unten geht's ab. Unten geht's ab. Wir folgen dem Raynox.
Ich muss auch viel öfter meinen Schildings benutzen. Das ist so strong. Wie viel weniger Damage? Warum mache ich das nicht? Das hat eh nur so kurz Abklingzeit. So, Level 16. Stellt pro Helden in den Schildgriff Lebenspunkte wieder her. Schuldspruch entfesselt einen Hammer, der den Helden umkreist. Ach komm. Kann mich jetzt nicht konzentrieren hier, was ich picken soll. Oh, da haben sie das Camp gemacht. Ist nicht gut. Da unten ist alles clear, so wie es aussieht. Kommen sie durch die Mitte. Da kommen sie. Da kommen sie und wollen hier unser Ding finishen. Jesus Maria. Ich treffe einfach nichts mit dem Ulti. Schön da beim Waller Ulti reingelaufen. So macht man das. So stirbt man schön hier. How to die. Ein Guide von Moonboon. How to die in Hero League. Presented by Joanna. Oh, Lego nach oben. Oh Gott. Die haben uns gut im Griff hier. Aber ich hätte mal gern wieder ein knappes Game, wisst ihr? So wie letzte Woche Freitag. Da hatten wir zwar auch nur noch Glück am Schluss, aber wenigstens war es knapp. Das ist ja total OP hier, was die Leute hier machen. Bam! Kommt noch ein Last Flame? Nope. GG! Der Drache wird wieder auferstehen. GG! Aber mindestens 9 Helden gespielt. Kann sich niemand beschweren. So, jetzt gucken wir uns die Sache hier nochmal an. Oh, ich krieg noch Level Ups. Guckt euch das mal an. Yeah, ich krieg eine heroische Fähigkeit. Das gibt's doch auch schon lange nicht mehr, oder? Die ist doch eh schon freigeschalten hier. Statistiken. Wir haben mehr getankt als der Leoric. Aber wir sind halt auch öfter gestorben, ne? Der 18 Kills einfach. Wie unbalanced waren die? Die Setup-Team? Oder wie schlecht waren wir? Können wir sagen, wer schlecht war? Ich war schlecht, oder? Heldenschaden. Ich habe sehr wenig Heldenschaden. Ich habe halt nie was getroffen. Ich bin so ein Nap mit diesen Skillshots. Na gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, denkt bitte dran, das Video zu bewerten, zu kommentieren. Und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Muni und ich bin raus. Ciao, ciao.